Hey, Scheiße, ich komme zu spät. Hast du eine SMS bekommen? Wer ist es denn? Ach, nur Nadine. Hey, ihr seht euch doch gleich in der Klinik. Warum schickt ihr da eine SMS? Warum denn nicht? Bis später. Sollten wir also nur die Hände in den Schoß legen und warten, was passiert? Sicher nicht. Denn sonst schaffen andere Tatsachen, mit deren Konsequenzen wir dann leben müssen. Frau Doktormann, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Professor. Und? Hat Ihnen mein Sohn schon das aufregende Stuttgarter Nachtleben gezeigt? Noch nicht, aber ich bin an. Oh. Sie haben übrigens einen Fortbildungsantrag von mir auf dem Tisch. Ja, habe ich gesehen. Kommunikationstraining für Führungskräfte. Man muss doch für die Zukunft gewappnet sein. Ich mag Mitarbeiter, die vorausschauend denken. Wohin wollen Sie? Nach ganz oben. Du musst heute Abend arbeiten, oder? Ja, wieso? Ich soll Nadine das Nachtleben zeigen. Die kennt ja in Stuttgart noch niemanden. Ach, die Arme. Ja. Hättest du ein Problem damit? Quatsch. Sollte ich? Nein, natürlich nicht. Kann es... Na, schöner Mann. Hey! Um 10 am Schlossplatz, bleibst du dabei? Klar, muss ich schaffen. Was machst du denn da? Fred Becker hat auf Cortison reagiert. Sein ganzer Arm war taub. Dr. Kleiner hat eine Antibiose angeordnet. Also keine MS. Sieht nicht so aus. Aber mach dir nichts draus. Jeder kann da falsch liegen. Ich muss dann. Später. Leider. Weißt du, Nadine, ich mag dich wirklich sehr. Siehst auch wunderschön aus, aber ich bin treu. Patrick kann so froh sein, dass er dich hat. Ist alles cool zwischen uns? Alles super. Geil. Du bist in der Beziehung und ich bin vogelfrei. Okay. Und jetzt gib mir was trinken. Ja, los.